Hi-Andre hier für tabletblog.de. Ich bin gerade noch mal am Stand von HP, denn vor ein paar Tagen haben sie ja das HP Slate 7 hier vorgestellt. Ist ein neues 7-Zoll-Tablet, das nur 149 Euro kostet. Und ich wollte das Tablet hier, das Slate 7, mal mit dem Acer Konya B1 vergleichen, das schon seit ein paar Wochen in Deutschland erhältlich ist und nur 119 Euro kostet. Zwei Billig-Tablets also, die wir uns vorher haben, und beide 7-Zoll-Geräte. So unterschiedlich sind sie sich gar nicht, was die interne Hardware betrifft. Wir haben hier erstmal 7 Zoll Display, Auflösung 1024x600 Pixel, ebenfalls 7 Zoll beim Slate 7 mit ebenfalls 1024x600 Pixel. Aber beim Display seht ihr schon einige Unterschiede. Zum einen ist das Display des HP Slate 7 deutlich heller und hat gleichzeitig auch viel bessere Blickwinkel. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber das Slate 7 hat wirklich deutlich bessere Blickwinkel als das Acer Konya B1. Und es ist heller. Dafür ist es allerdings so ein bisschen leicht ausgeschwommen hier beim HP Slate 7, wenn man das direkt vergleicht und vor allem die Schwarzwerte hier unten anschaut. Das hier geht schon leicht ins Gräuliche über, während das hier schon ein richtiges Schwarz ist beim Acer Konya B1. Aber letztendlich würde ich doch das Display des HP Slate 7 bevorzugen, einfach weil es heller ist und bessere Blickwinkel hat. Was die Prozessoren angeht, wir haben hier einen 1,2 GHz Dual-Core-Prozessor von MediaTek. Hier ein 1,6 GHz Dual-Core-Prozessor von Rockchip. Hier im Konya B1 leider nur 512 MB Arbeitsspeicher, was schon richtig wenig ist. Und gerade wenn man viele Apps öffnet, zum Problem werden kann, hier haben wir immer einen 1 GB Arbeitsspeicher im HP Slate 7. Beide haben sonst 8 GB Flash-Speicher und auf ihnen läuft Android 4.1 Jelly Bean und in keinem der Fälle wurde die Oberfläche irgendwie stark angepasst, immer nur so ein wirklich klein bisschen. Drehen wir die beiden Tablets dann mal um und dann, da sieht man dann so ziemlich den größten Unterschied, den zwischen den beiden Tablets gibt. Wir haben hier so ein komisches, das Gehäuse, das sehr leicht zerkratzt und Fingerabdrücke anzieht, seht ihr vielleicht schon, ich habe das noch nicht so lange. Und hier sind überall Kratzer hinten drauf. Es fühlt sich sehr billig an, das Acer Konya B1. Möchte man eigentlich sofort wegschmeißen. Das HP Slate 7 fühlt sich dagegen relativ hochwertig an. Ist zwar auch Plastik hier, aber das fühlt sich irgendwie mal ein bisschen edler an. Kann man besser in einer Hand halten, rutscht nicht weg und man sieht auch so gut wie keine Fingerabdrücke. Außerdem haben wir hinten eine Kamera, die fehlt natürlich beim Acer Konya B1. Gut, das war ein kurzer, schneller Vergleich vom Acer Konya B1 mit dem HP Slate 7. Wie gesagt, ich würde das HP Slate 7 bevorzugen oder gleich zum Nexus 7 greifen. Das Acer Konya B1 ist ziemlich unbrauchbar. Ich bin Andrej für tabletblog.de. Vielen Dank fürs Zusehen.